Hallo zusammen. Ja. Willkommen zur 35. Folge. Ich freue mich ja, dass ihr immer noch dabei seid. Und wir gehen jetzt weiter endlich in Richtung von dieser roten Drachendings-Action. Nachdem wir ja. Ne, rote Falken? Rote Adler? Nachdem wir die Kolzgeckmine. Ja. Wie soll ich sagen? Befreit haben. Genau, nach Karwasten. Okay. Naja, von den Stahlpfeilen mussten wir ja jetzt schon länger Abstand nehmen. Dann gibt es noch dann die Orkpfeile bald weg. Schon schade eigentlich. So, jetzt kommen wir da hoch. Hier schon wieder am Wegesrand. Kurzen Blick werfen. Blindklippenhöhle. Leute, macht mich fertig. Nee, wir wollen. Naja. Wir wollen hier hoch. Müssen irgendwie wieder hochkommen. Aber wir nehmen noch den Nirnwurz mit. Da drüben ist noch mal einen. Dürfen wir uns auch nicht entgehen lassen. Hallo? Niemand kann sich Nirnwurz entgehen lassen. Sorry. Gehen wir mal hier hoch, ja. Hauptsächlich ist die Geschichte nicht so hoch für uns, also nach den harten Gegnern jetzt. Stellt euch den Abgeschworenen. Die Abgeschworenen? Na, ich komme ja schon, aber die sind halt schon hart, die Abgeschworenen, gell? Ist ja wohl auch klar. Nehmen Sie sich zurück, was Ihnen gehört. Naja, mach mal.
erst ihr, dann der Rest von Reach. Aha. Geschworen, wenn ich das schon höre. Die Krise kriege ich da ja. Eisenpfeil. Naja, gut. Eisenpfeil ist jetzt nicht so überragend, aber immerhin. Haben wir hier ein Fell, auch kein Fell. Ah. So, jetzt im weiten Feld, ja? Das sind die Abgeschworenen, kein Problem gewesen. Oh, Leute, sag euch was. Jetzt geht's ab. Ich habe ja gespeichert. Ich speichere auch mal vielleicht gleich. Mal gucken, dass wir nochmal richtig da speichern können, falls was wäre, dass wir Lydia rufen. Ich werde jetzt nicht gleich in den Milchbaum reinfallen hier. Okay. Ah ja, die haben es ja schön eingerichtet. Muss man schon sagen, ist ja richtig fein. Abgeschworen. Ja. Ah ja. Yeah. Was war das? Na, geht so mit meiner Gnade, ist nicht so gut bestimmt. Seit die mich hier da so behandeln. Giftrezept Lehmann. Okay, cool. Penner da. Und ich will mich ja nicht beschweren. Ich meine, er wird nämlich ein bisschen besser behandeln, ja? Wäre das alles kein Problem. Ein bisschen Eisenerz dazu. Oh ja. Läuft. Das war's schon an Erz hier an der Stelle? Okay. Was hat er? Ah, ne, ich wollte doch, genau. Ich wollte doch gucken. Ob der abgeschworenen Bogen nicht besser ist. Abgeschworenen Bogen 19. Abgeschworenen Pfeil, den lasse ich mal schön fallen. Den braucht man nicht. Den Nopf. Ja gut. Der alte Nopf-Pfeil ist sogar besser jetzt. Ist egal, komm. Also Zwergenbogen 19. Nee. 145 Zwergenbogen. Wert 390. Oh, nee, nee.
toll. Ganz toll. Hier drüben! Gut, läuft. Hey, ganz ehrlich, die abgeschworenen Pfeile, die sind einfach beschissen, was soll ich sagen? Hat einfach keine Qualität. Oh, fuck, 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 fuck. Einfach keine Qualität, was die anzubieten haben. Gerannt, ey, ich honk. Ja, so eine Pfeife manchmal. Lederhelm. Was ist das hier? Die gute Stahlstreitaxt mit dem riesen Gewicht und dem schwachen Schaden. So, okay, was haben wir hier jetzt? Oh ja. Ey, was machen diese Dreckschweine da? Sorry, mit sowas kann ich nichts anfangen. Folterei, Verstümmelei und so ein Dreck können die mal schön daheim machen. Ja, da bin ich nicht dafür. Wisst ihr, was geil wäre? Wutrad wäre geil. Leute. Rotadlerschanze. Na dann. Viel Spaß. Oh mein Gott, ey. Wutradschanze. Was das wohl sein könnte? Habe ich gerade gesagt Wutradschanze? Dich fertig. Tja. Scheint mir nicht so. Oh, alter Mann. Was greifst du mich auch an? Ja, jetzt bin ich der Böse wieder. Ich hätte mich doch einfach in Ruhe gelassen. Aber das können die nicht. Weil das liegt nicht in ihrem Naturell. So wie es in meinem Naturell nicht liegt, mich irgendwie angreifen oder besiegen zu lassen oder irgendwas. Ist so. Also gehen wir mal hoch und wieder speichern. Gibt es sich jetzt oder nicht?
Seid ihr zum Sterben bereit? Abgeschworenen Panzerhandschuhe, was kann ich, ob ich die hab? Das hab ich sie auf jeden Fall. Hab ich das? Tja, mein Freund, was soll ich sagen? Eher weniger, oder? Aber wo ist jetzt das Mädchen hin? Da ich da Gnade gewährt habe? Und ich habe mir das überlegt, wenn einer kommt. Also, ich muss mir nur wissen, dass es möglich ist, ja, Gnade zu gewähren. Aber was mache ich dann? Naja, klar. Wie soll ich die alle umbringen? Ich bin kein böser Mensch. Ich bin nur ein einfacher Wanderer. Ah, komm schon. Die Abgeschworenen! Ich schrei ganz gern. Ich mach diesen Schrei sehr gern eigentlich. Ah, es ist ein ganz... Okay, läuft. Was ist denn die übel drauf, ey? Heiliger. Bambizerus, du war ja richtig. Richtige üble Tante, meine Güte. Ah, die ging ab. Er hört denn das gar nicht auf, oder was? Feine Kleidung. Mhm. Ich kann euch nicht besiegen. Jetzt Achtung. Hat man erwischt. Boah. Zorn des Roten Adlers. Ach du Scheiße. Bam. Geil. Briarheart. Schlüssel zum Rotadlerturm. Okay. Eisenpfeiler. Super.
Rotadler-Ritual, ui. Das Ritual des Roten Adlers. Wenn ihr die Klinge in menschliches Blut getaucht habt, bietet sie zusammen mit eurer Opfergabe am Rebellengrab dar und sprecht dazu die folgenden Worte. Fürst Roter Adler, Altehrwürdiger, Erster und Höchster unter den Bürgern von Reach, hört den Ruf eures Volkes. Immer noch kämpfen wir um unsere Freiheit, immer noch sind unsere Klingen dunkel vor Blut. Richtet euren Blick auf uns und gebt uns von Neuem euren Segen. Ich erneuere den alten Pakt. Wenn unser Land endlich frei ist, werden wir zurückkehren. Euer Schwert des Sieges in der Hand. Dann erhebt euch, großer Fürst, aus eurem geehrten Grab. Erhebt von Neuem Anspruch auf euren gestohlenen Thron. Herrscht über uns, hoher Herr von Reach, für immer und ewig. Okay. Haben wir hier drin? Gute Zwergbogen nehmen wir mit. Rundum, dort auf Lockpicking, Gold, Blitzresistenz und Stab der Feuerblitze. Ja, gut. Die Legende des Roten Adlers, da liegt sehr. Klar, was soll sonst hier liegen? Pelzschild, nein, danke. Schüchen, brauchen wir auch nicht. Ja. Man könnte auch hier herkommen, jetzt ohne das mit der Legende des Roten Adlers gewusst zu haben. Komm, setzen uns mal auf den Thron. Ah, ja. Sehr cool. Und dass ich gerade den Endboss hier geköpft habe, ist natürlich schon lustig, gell? Hab ich doch schon. Brauchen wir nochmal die Legende des Roten Adlers. Nee, brauchen wir alles nicht. Beschädigtes Buch hier und da, brauchen wir alles nicht. Suchen ohne der Klassiker mit ein bisschen Gold drin. Oh je. Yeah. Hier kaputte Vase. Gehen wir weiter hoch. Sehr hübsch. Okay. Drüben gibt's nichts. Dann ziehen wir mal im Griff, oder? Und weiter geht's. Da ist keiner. Was soll da auch sein? Ah, eine Truhe. Die jeder Honk öffnen kann. Gefällt mir gut. 16 Gold. Das hat sich gelohnt. Das war das Geheimnis dieses Turmes, nehme ich mal an. Beschädigte Bücher. Noch ein beschädigtes Buch. Aha. Toll. Das war's? Das war's? Mehr gibt's hier nicht? Geht's hier runter noch? Ne. Eine Truhe mit 16 Gold gefunden. Geil. Na, hier geht's noch wohin.
Cool. Wo sind wir jetzt gelandet? Stonehenge, oder was? Jedenfalls, was müssen wir jetzt machen? Jetzt haben wir das fertig. Und wo gibt man das jetzt ab? Ah, es geht noch nicht, es geht noch weiter. Jetzt geht es nämlich zum Rebellengrab. Oh ja, Freunde. Dass ihr das nur wisst. Das war noch gar nichts. Jetzt geht die Party erst los, aber ich will zu diesem Steinkreis, zu diesem Stonehenge Verschnitt. Sehr schön, oder? Sehr schön. Aber wir haben doch neulich diesen Drachen gesehen. In einer der anderen Folgen. Boah. Auch sehr schick. Ah, das sind die Skyrim-Selfies. Oh, ich war hier. Oh, weiß dann keiner mehr, aber ich war da. Oh. Scheiße. Aber das sind richtig schöne Hochebenen hier, gell? Ah, also. Hat doch funktioniert. Was wollt ihr denn alle? Sehr cool. Also, damit ist die Folge auch schon wieder vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal und dann gehen wir zum Rebellengrab. Macht's gut und bis dahin, ciao.